your attention, please. Bodenfolge! Seid gegrüßt, meine lieben Good Game Empire Fans. Herzlich willkommen zu Bogenfolge 35 hier auf dem International 1 Server. Als allererstes Leilani Fan. Ich finde dich nicht. Weiß nicht, ich glaube, du hast hier irgendwie drumherum um meine Burg gechillt, aber irgendwie bist du nicht mehr da. Ja, tut mir leid. Du hast auch keine Koordinaten geschickt, deswegen kann ich nicht nach den Koordinaten suchen. Und du hast irgendwie so ein Smiley hinten dran. Und ja, so finde ich dich nicht. Ich kann höchstens nochmal versuchen, hier mal kurz eben hier einen zwischenzumachen. Und dann. Nein, Spieler wurde nicht gefunden. Sorry, ich habe jetzt alle Möglichkeiten ausprobiert. Melde dich einfach nochmal. Kommst du dann übernächste Bogenfolge dran, wenn du schnell genug bist. Ansonsten dann halt da, wo Platz ist. So, dann haben wir noch einen Feylani-Fan. Und da habe ich die Koordinaten bekommen. Ein Feylani-Fan auf der 400... 198? Ne, Feylani-Fan 400 heißt du. Auf der 198... 311. Lass mich dich finden. Da ist er! Feylani-Fan, nur 27 bzw. 28,2 Klicks von mir weg. Ich gucke. Wer bist du denn? Joey. Sword Art Online. Ich schaue mir deine Burg an, sehr, sehr gerne. Oh, da sehe ich direkt schon ein Türmchen, was nicht ausgebaut ist. Ganz schnell nachholen. Das ist nämlich noch gar nicht ausgebaut. Alle anderen Türme sind auf Stufe 2. Schön. Boah, das dauert jetzt ewig, bis sich das aufbaut. Hier, Forscherturm hast du schon gebaut. 3 Wirtshäuser. Hallo. Geht mal ein bisschen arbeiten hier. Baut mal den Turm hier hoch. Ja, und Bäckerei Stufe 1 hast du dir erfarmt. Sehr schön. Hab gesehen, du hast einen Außenposten. Lay heißt er. Ach, da heißt er ernsthaft Lay. Süß. Ich stups mal hier deine Leute ein bisschen an. Vielleicht produzieren die dann mehr. Auch hier schon eine Bäckerei auf Stufe 1. Nice. Ja, du musst die Türme hier ausbauen. Wenigstens auf Stufe 1. Das kostet dich nichts, die jetzt sofort auszubauen. Also das verstehe ich manchmal ehrlich gesagt nicht, wie man die dann noch nicht hochgebaut haben kann. Ich sag's auch jetzt nochmal wieder jedem, der nicht, dem nicht bewusst ist, was das bringt, wenn man die Türme ausbaut. Die Soldaten finden dann darauf Platz. Das heißt, eure Fernkämpfer können die Angreifer piu, 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 alle abschießen. Ja, Hauptsache eine Bäckerei, ne? Vielen Dank, dass ich deine Burg ansehen durfte. Ja, schön, dass du dich gemeldet hast für mein Let's Play. Bad Girl, mein Lieber, ich komme jetzt zu dir und ich bin ganz gespannt, was du gemacht hast bis jetzt. Bad Girl. Ah, ne, warte mal. Bad Girl, bist du schon bei uns oder bist du noch bei Sword Art Online? Bad Girl 2 müsste das doch sein. Ja, du bist hier. Schön. Wer sitzt denn da unten? The King of Empire sitzt da unten. Level 35, Ehre 959 der Musketiere. Wenn du noch 5 Level machst, Schätzelein, dann kriege ich wieder eine Belohnung. Wow. Ja, sehr, sehr schön. Den Festplatz hast du drin, du hast beim Koloss mitgemacht, du hast hier schon einen goldenen Ritter. Was machst du hier? Wirtshaus auf Stufe 3 ausbauen. Geil, hast du 3 Stück von, du hast den Wachturm drin stehen. Sehr, sehr nice. Wachhäuser könntest du dann noch ausbauen, gegebenenfalls. Anwesen ist schon auf Stufe 3, mal gucken, ob du schon 3 Außenposten hast. Bäckerei Stufe 4, sehr schön. Die Burg sieht schön aus, alles schön gerade. Na, du hast ja eh den Freundesbonus bei mir, aber du hast das wirklich gut gemacht. Die Parks stehen hier drin. Sehr, sehr nice. Hier unten steht der ganze Rützel. Ja, du hast ja sowieso so eine schöne Dekorationsader. Okay, 3 Außenposten, 3 Achter Nahrungs-APs und ich schaue mir Bad Good an. Der ist noch ziemlich klein, aber auch hier du, ne? Deine Türmchen, das muss nicht sein hier, der eine. Zack, ausbauen und dann schnell alles auf Stufe 2. Bergfried ist ja Gott sei Dank schon auf Stufe 2, also wirst du nicht so lange brauchen für alles. Dann schaue ich mal Außenposten. Bad. Da hast du schon Übungsplatz Stufe 1 drin. Schön. Ja, auch hier Bergfried Stufe 2. Ich gucke mal ganz schnell über die Türmchen. Die sind alle Stufe 1. Du kannst die ja auf Stufe 2 bauen jetzt, ne? Das würde ich auf jeden Fall tun, bevor ich hier den ganzen Rützel hier weiter ausbaue. Erstmal Türmchen. Kaserne Stufe 5. Sehr schön. Mühle Stufe 3. Alles gut. Bäckerei Stufe 2. Aber du hast es nicht so mit den Wirtshäusern. Die würde ich, also wenn ich mir die Wirtshäuser baue, dann baue ich die meistens direkt aus. So. Ich weiß nicht, ob du die jetzt auf 2 oder auf 3 schon bauen kannst. 35, glaube ich. 3 ist dann ab 42 oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt stress mich nicht so. Nee, Spaß.
Schön, ich habe mich echt darauf gefreut, deine Burg anzusehen. Hier steht Lazarettstufe 1 drin im letzten Außenposten, aber du hast es irgendwie nicht so mit Türmen und Mauer und so, ne? Baust du lieber Innenleben. Also ganz, ganz wichtig ist, dass du erstmal deine ganze Verteidigung hier, deine Mauer, dein Burgtor und so weiter, später dann auch natürlich Gräben. Ich glaube, Graben kannst du schon bauen. Ab 32 oder so, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ich könnte jetzt mal ganz kurz hier reingucken. Ja, Athlet. Ich gehe mal so in dein Level. 32. Köhlerei, Stadthaus, Wohnhaus, Park. Oh, Sammelplatz der Söldner. Nee, da kam es nicht. Da kam es auch nicht. Da gibt's nichts. Warte mal, was war das denn jetzt hier? Hafenstufe 1. Nee, dann habe ich mich wohl vertan. Ich guck mal ganz schnell ab, wann der Graben denn gebaut werden kann. Mein Gott, der ist doch... Ist doch eigentlich... Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber gut, du wirst schon wissen, ob du den Graben bauen kannst. Ich kann dann mal ganz kurz in deine Hauptburg gehen, da wir ja den ersten nicht zeigen konnten. Und kann dann mal gucken, ob du da schon den Graben hast. Nee. Hast du auch noch nicht. Weiß nicht. Frage ich dich gleich dann einfach mal. Auf jeden Fall den Graben bauen. Ne? Der ist ganz wichtig. Sobald du den bauen kannst, Graben bauen. Gut, schön, dass ich dich in meiner Burgenfolge zeigen durfte. Hat mich gefreut. Hast eine ganz schicke Burg und ja, mach einfach weiter so. 3,8er Nahrungsaußenposten, sehr, sehr gut. Du investierst ja auch das ein oder andere, habe ich gehört, ne? Ja. So, Lord Bartek. Auf der 153. Ich mache mal ganz kurz die Koordinaten. 217. Butz und hol dann meine Steuern ab. Hängt gerade alles ein bisschen. Ich müsste Empire mal restarten, aber jetzt ziehen wir das kurz durch hier. Lord Bartek, Level 13, Ehre 0 von Dread. Dreadlocks oder was? Ach, du bist König dieser Ali und hast einen Außenposten. Level 13. Na gut, dann schauen wir uns deine Burg mal an. Türmchen hast du vor der Brust jetzt hier auf Stufe 2, hast ja hier die Mauer ausgebaut und Burgtor schon, sehr gut. Hier ist auch der ein oder andere Turm schon auf Level 2. Mühle kannst du bald auch dann auf Stufe 2 ausbauen, pardon. Ja, schön, Anwesen 1, ja klar, das erklärt dann, dass du nur einen Außenposten hast, aber auch du hast 3 Wirtshäuser, sehr schön. Also, sehr, sehr, sehr geil. Was haben wir denn hier? Guck mal, die Kaserne, da sitzt jetzt einer vor. Geil, lass mal kurz ranscrollen. Ups, was ist denn das? Ach, nice. Wie geil. Oh, ich gucke so gerne ab und zu dann wirklich mal, wie das alles aussieht. Aber die Relation ist krass, ne? Hier das Reiterstandbild so riesig. So, dann sehe ich mir noch deinen Außenposten ganz kurz an. Der heißt Nahrungsapes und auch du bist nur 100 Klicks von mir weg. Und du musst auch deine Türmchen ausbauen. Hier hast du das Reiterstandbild drin, aber du musst die Türmchen ausbauen. Das ist wichtig, ne? Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß weiterhin hier auf der Karte. Ich hoffe, ihr spielt alle noch weiter fleißig und habt nicht schon direkt aufgegeben, nachdem ihr in der Burgenfolge gezeigt wurdet. Ja, ich freue mich, wenn ihr euch bewerbt. Nächste Burgenfolge ist schon gecheckt, aber übernächste ist, glaube ich, noch was frei. Ja, bewerbt euch, wenn ich eure Burg zeigen soll. Denkt dran, Leute. Ich bin schon echt am Überlegen, ob ich die ganzen Bewerbungen, wo einfach nur drin steht, hey, kannst du mal meine Burg zeigen, ob ich die einfach ignoriere und lösche. Weil ihr wisst ganz genau, Burgenfolge im Betreff und dann Koordinaten. Ne? Alles andere, wenn ihr noch 10 Sätze dazu schreiben wollt, lese ich mir auch gerne durch. Aber ich brauche die Koordinaten und den Betreff. Weil dann landet er nämlich direkt in dem Ordner, in dem Ordner, wo ich mir dann hinterher später angucken kann. Und dann weiß ich sofort, aha, okay, das ist Burgenfolge. Und ihr müsst euch immer denken, ihr seid nicht die Einzigen, die mir schreiben. Und ich mache auch nicht nur Burgenfolgen, sondern ich habe ja auch dieses reguläre Hin und Her mit Geschreibsel und Diplo. Und keine Ahnung, ich bin zwar kein Diplomat, aber dadurch, dass ich halt viele Kontakte habe, ist das ein oder andere Schreiben dann schon mal dann in meinem Postfach gelandet. Und deswegen ist es mir wichtig, dass ich weiß, im Betreff Burgenfolge, dann weiß ich sofort Bescheid und kann dann hinterher eintragen. Ich mache das nämlich nicht jeden Tag, sondern ich mache das dann einmal in der Woche oder so. Na? Gut, meine Lieben, dann war es eine ganz kurze Burgenfolge. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ihr habt ja heute schon ein Video von mir bekommen und jetzt gehe ich gleich in die Minecraft-Aufnahme. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Tschüssikowski.